Moin, Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum Kamikaning Simulator 2021. Hier haben wir den Morena Bizzarrini, genau so heißt er. Bisschen mit Tuning Body Kit hier dran. Und da drüben befindet sich der Motor dieses Fahrzeugs, zumindest demnächst. Wir haben das Ding, oder ich habe das Ding, ein bisschen hier und da aufgewertet mit Sternchenteilen, ne, und habe dabei festgestellt, es lohnt sich nur für Tuningteile. Für alles andere ist das absolut sinnlos, leider. Und damit kann man dann ein bisschen mehr Leistung, also ich glaube tatsächlich bis zu 30% mehr Leistung, ne, also jeder Stern bringt 10% mehr Tuning-Teil-Leistungsbonus, sodass wir hier statt 1,13 macht es, glaube ich, eine 1,46 haben. Gibt es Sinn? Sind es 10%? Ja, dürfte hinhauen. 30% meine ich natürlich. Ja, und dann schauen wir mal, was hier am Ende, okay, drehen wir es heute mal andersrum, bei dem Ding hier rauskommt an Leistung. Ich hoffe ja, dass das mächtig beeindruckend und auch gewaltig wird. Die Zylinderköpfe gibt es ja hier interessanterweise schon mal nicht als Tuning-Teile. Das hat mich echt ein bisschen überrascht. Ja, außerdem hier. Ihr seht es jetzt schon, dadurch, dass es halt 12 Zylinder sind. Das ist eine ganze Menge Schraubarbeit und es zieht sich ja immer weiter fort. Ne? Zum einen dadurch, dass der Motor halt einfach ein bisschen länger ist. Und zum anderen dadurch, dass hier einfach unheimlich viele Zylinder dran sind. Habe ich eigentlich die Kupplungsteile aufgewertet? Stimmt, habe ich irgendwas vergessen. Ne? Da werde ich ein bisschen drauf achten, dass hier die Tuning-Teile alle aufgewertet wurden. Um da wirklich das Optimum an Leistung rauszuholen. Ja, und am Anfang hatte ich so 10.000 ungefähr Tuning-Teile. Es ist diese blaue Reserve hier oben. Und jetzt sind es plötzlich nur noch 4.000, nachdem ich hier den Motor ein bisschen aufgewertet habe. Das ist natürlich schon ein bisschen deprimierend, weil ich jetzt halt die ganzen Folgen immer brav, sobald ich es halt konnte, naja, geil, Teile verwertet habe und nichts ausgegeben habe. Und einfach für einen Motor 6.000 Teile brauche. Und man kann die ja auch nicht einfach kaufen. Ne? Also wenn ich die kaufen könnte irgendwie für Geld oder sowas, wäre natürlich eine ganz andere Sache. Aber nee, kann ich nicht. So, hier sehen wir es, ne? Den Zylinderkopf habe ich auch aufgewertet, einfach als Test. Er hat aber nichts gebracht. Weil das halt wirklich ein prozentualer Wert ist, der da drauf geht. Stattdessen haben wir hier Abgaskrümmer, die jetzt statt 4% 5,2 bringen. Zündkerzen statt 0,13, 0,16. Yeah. Und die Teile, naja, es stimmt nicht ganz, dass sie nicht in Abhängigkeit von der Größe oder Komplexität. Aber ich gebe es auch als Tuning-Teil, oder? Nee, nur für ein V12 HE. Puh, belastend.
Na, da, das wäre halt auch super Tuning-Potenzial gewesen hier tatsächlich. Vier Nockenwellen. Achso, ja, und da das halt prozentual ist, also für jedes Sternchen 10% mehr der Grund, Tuning, Leistungsverbesserung eines Tuning-Teils, bringt es halt nichts, wenn da einfach 0% Verbesserung sind und man das dann verbessert, das Ding. Was sich halt richtig lohnt hier, sind auf jeden Fall die Zündspulen. Die bringen normalerweise 0,75. Dann bringen jetzt jede fast 1. Das Problem ist natürlich, dass der Motor so von vornherein nur ca. 500 PS hat. Also die Angaben sind ja auch widersprüchlich, ne? Je nachdem, ob man den jetzt halt selber baut oder in einem bestimmten Auto findet. Also bis jetzt war dieser CO 500 LX, heißt der, glaube ich, dieser Bentley-Verschnitt, war bisher auf jeden Fall der Wagen mit dem meisten Tuning-Potenzial, glaube ich, tatsächlich, ne? Oder zumindest der mit der größten Leistung. Der steht einfach draußen und hat easy 1500 PS. Das ist schon ordentlich. Gut, dafür wiegt der Wagen natürlich auch eine Menge, aber ich weiß nicht, ob Gewicht hier irgendwie, also ich weiß nicht, wie die Performance von Wagen hier im Spiel simuliert wird. Ob da das Gewicht irgendwie eine Rolle spielt oder ob die einfach gesagt haben, ja, er kriegt jetzt halt so ein Handling und der Motor bekommt halt so eine Beschleunigungskurve. Liegt natürlich auch daran, dass ich mich nie damit beschäftigt habe, weil ich hier noch nicht ein Wagen irgendwie Probe gefahren bin. Weil ich einfach nicht glaube, dass das Spiel halt irgendwie eine vernünftige Fahrphysik hat, dass es sich tatsächlich lohnt, den Wagen an Probe zu fahren. Es lohnt sich wahrscheinlich irgendwie, wenn man jetzt sagt, ja, ich will halt hier einen Geschwindigkeitsrekord aufstellen, irgendwie, ne, dass man da auf die Beschleunigungsstrecke geht oder so. Aber ansonsten sehe ich jetzt nicht, wieso, weshalb und warum. So, hier die Tuning-Teile, ne, die Drosselklappen, bringen nur 1% mehr Leistung standardmäßig. Mit Aufwertung immerhin 1,3. Ja, und das hängt nicht unbedingt von der Größe des Teils ab, irgendwie. Wie teuer, also wie viele von diesen Teilen man ausgibt. Fürs Tuning scheint so ein, ja, Random auch nicht zu sein, ne? Aber nicht, für mich wirklich nicht nachvollziehbar. Ob das jetzt nur dran liegt, wie viel Performance die Teile so bringen oder das von der Komplexität, ob die Teile irgendwie in Komplexitätsklassen eingeteilt sind, ne, dass man jetzt sagt, alle Teile von Komplexität 1 brauchen irgendwie auf Stufe
ein so und so viel Teil auf Stufe 2 so und so viele und auf Stufe 3 so und so viele, keine Ahnung. Kann man eigentlich so ein Thermostat als Tuning-Teil kaufen? Ich glaube nicht, ne? Das wäre halt lustig, wenn. Ja. So, hier zwei Wasserpumpen Riemenscheiben auf jeden Fall. Ja, eine wahrscheinlich für die Wasserpumpe, die andere fürs Thermostat oder so. Ich habe keine Ahnung, wie, weshalb und warum genau. Ja, tatsächlich hatte ich alle Ersatzteile beisammen für das Ding. So, da bin ich jetzt aber wirklich mal gespannt. Wie viel Leistung wir da rausgehauen haben. Ach komm schon, sei nicht so zickig. Nee, ich will den Motorständer. Danke. So, denn grundmäßig, ne, hat das Ding 456 PS nur, also sogar unter 500, was natürlich absolut unwürdig für so einen schönen Wagen. So, hier machen wir die Klappe einfach zu und dann schauen wir mal, dass wir den Motorraum hier vervollständigen irgendwie. Sieht aber ganz vollständig aus, ne? Ah, wahrscheinlich. Müssen wir mal schauen. Ja, genau. Die Behälter hier und sowas, ne, die müssen wir jetzt alle ablassen. Also erstmal alles ausbauen, ne, was halt hier nicht Motor ist im Prinzip. Damit geht das schon mal los. So, dann würde ich hier natürlich gerne immer ein Ablasswerkzeug benutzen. So, dann bauen wir hier mal alles aus, was sich von oben so ausbauen lässt. Irgendwo ist ja noch eine Schraube. Ah, die hängt fest. So, kann ich die Benzinpumpen von hier aus ausbauen? Kann ich. Die sind zum Beispiel auch noch Tuning-Teile. Kann ich den Auspuff von hier aus abbauen? Nee, kann ich nicht. So, dann machen wir hier erstmal leer den ganzen Kram. Ach, das Auto ist so vollständig, ist mich ja gar nicht gewohnt. So, dann haben wir das hier auch leer. Die Tanks kommen sowieso noch raus, aber prinzipiell. Und man kann ABS-Steuergeräte tatsächlich reparieren, auch was man da an Geld spart, auf jeden Fall.
Die Kraftstoffpumpe wird auf jeden Fall ein Tuning-Teil. Ich wollte mal gucken nach ABS, nee. Gucken wir mal nach Pumpe. Zur Kraftstoffpumpe brauchen wir zwei. Da gehen wir dann auch schnell nochmal raus, raus da und verbessern die. Welche war jetzt die richtige Taste? Ja, das ist doch super. Ach so, habe ich schon das richtige Getriebe? Das Tuning-Getriebe, ja. Das habe ich auch schon verbessert. Wunderbar. So, da muss ich hier ein paar Dinge... auf jeden Fall kaufen. Die Batterie können wir reparieren, die muss ich halt nur aufladen. Das ist ja relativ billig. Und das geht vor allen Dingen auch richtig schnell. Hätte ich wahrscheinlich gar nicht weglaufen müssen. So, mittlere Sicherung B, drei Stück. Von der A auch. Relais B auch drei Stück. Relais C auch drei Stück. Relais A nur zwei Stück, oh no. So. Neue ECU, ein Wischwasserbehälter, die bekomme ich hier alle nicht. So, dann bauen wir hier schon mal. Ach, ja, das hätte ich natürlich auch gleich abbauen können hier, den Luftfilter. Da gibt es vor allen Dingen auch einen Tuningfilter für. So, die Batterie habe ich gerade nicht dabei. Den Servoölbehälter können wir aber auf jeden Fall reinschmeißen. Ein Kühlmittelbehälter können wir hier reinschmeißen. Dann gehen wir mal unauffällig nach vorne, war so mein Plan. Bauen da auch ein paar neue Teile ein. Ja, Flüssigkeiten füllen wir dann auf jeden Fall zum Schluss ein. So, da muss ich nochmal an die Werkbank rüberflitzen, weil ich es halt einfach verkackt habe. Die Klammern zumindest reparieren. Und die Gehäuse auch. Okay, wunderbar. So, dann brauche ich hier so einen ganz tollen Luftfilter irgendwie. Das
ist der Standardluftfilter. Den können wir auch noch ein bisschen verbessern. Ach, ja, ich habe mich gerade gewundert, welches Teil da lackiert war. Aber es ist tatsächlich der Scheinwerfer. Ich kann keinen Luftfilter durch. Doch, doch, den hier kann ich. Da muss ich doch den anderen auch, den Tuning-Luftfilter. Habe ich den jetzt 50 mal übersehen? Den normalen Luftfilter könnte ich, ach so, weil ich hier total im falschen Ding bin, deswegen. Wow, kacke, wenn man verwirrt ist. Okay. Ergibt deutlich mehr Sinn. So, Hydroaggregat, Steuereinheit ran. Dann können wir hier den Luftfilter wieder einbauen. Die Batterie sollte auch fertig geladen sein. Die könnte ich auch direkt von der Ladestation nehmen und einbauen. Und dann nehmen wir uns heute am besten noch das Getriebe und den Auspuff vor. Ich hoffe, die ist gut. Ja, 100%, sehr gut. So, Batterie sitzt. Damit müssten wir alles erledigt haben, was von oben zu erledigen ist. Die Tanks müssen, wie gesagt, noch raus. So, was nicht hier mit den Teilen. Die Lüfter hier, die sind nämlich auch von oben auszubauen. Bei Ladeluftkühler natürlich nicht. Und ich glaube, die normalen Kühler, die gibt es auch nicht als Tuning-Teil. Ne, nur die Ladeluftkühler. Ich glaube, da kommt so ein mittlerer rein. Aber wenn er einen Ladeluftkühler hat, dann müsste der auch eigentlich einen Turbolader haben. Nee, Moment. Er hat einen Ladeluftkühler, aber keinen Turbolader. Und diese Kühler hier haben aber auch keine Ventilatoren, Lüfter, wie auch immer man die Teile nennen möchte, dran. So, wir machen hier zu. Wir wuppen das Ding richtig hoch. Und dann kümmern wir uns mal um alles, was hier am Auspuff so richtig oll aussieht. Okay, das sind insgesamt zwei Teile. Wunderbar. So, wir bauen hier ein Getriebe ein. Ich glaube, das ist nur mit vier Schrauben festgemacht. So ist es. Da müssen wir ein bisschen suchen, oder ich muss suchen. Ihr wisst wahrscheinlich noch, wo, hier. So ein bisschen versteckt der Anlasser.
So, dann habe ich hier. Ja, es ist beides mal dasselbe Teil. Kaufe man natürlich als Tuning-Teil. Macht immerhin nochmal 6%, gleich fast 7. Na, sagen wir 6,5. Ah ne, stimmt nicht. 8 sogar fast. Ja, wenn man halt nicht rechnen kann und so. Dann kommt halt manchmal ein bisschen weniger raus. So, Auspuff 1. Auspuff 2. Und dann sieht das Ding doch schon fast ein bisschen nach einem Auto aus. Kriege ich hier eigentlich irgendeinen gescheiten Winkel auf das Ding? Nee. Von hier vielleicht? Nee, da kann ich auch nicht gut reingucken. Ja, dann muss ich hier wieder das klassische Foto für diese Episode machen und dann. War es das heute leider auch schon? Leider. So, Foto gemacht. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir das Fahrwerk hier auseinandernehmen und wieder zusammenbauen, nachdem wir es zwischendurch einmal repariert haben. Macht's gut und bis dann. Ciao.